herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. So, wir crashen uns hier mal nochmal kurz durch. Und dann geht's jetzt ab zum Red Dirge. Glaube ich, ein zerlegt, so wie es aussieht. Ich bin mal gespannt, wie der Auftritt läuft. So, erstmal Eindruck schinden. Ich meine, wir haben den ganzen in Gold. Niemand da, dieser Job. Manchmal heißt's schnell hin und warten. Was ist hier? Okay, es hat sich ein wenig gefühlt. Hey, wie? Wie? Ich hab was für dich. Falls du es nicht wissen solltest. Die hat mal Silverhand gehört. Fuck, Nancy hat's echt drauf. Flüster ihr einfach mal Mikoshi ins Ohr. Dann sind wir fein raus. Wie fühlst du dich so kurz vor der Show? Schräg. Als ob ich gleich so tue, als ob ich wäre. Und ohne Johnny? Hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber der Bastard fehlt mir. Sagst du mir, was damals mit Henry passiert ist? Das ist Vergangenheit. Er ist ständig in Scheiße geraten und ich musste ihn wieder rausholen. Du warst es leid, dir ständig die Hände schmutzig zu machen? Falsch. Ich hatte ihm einen Gig mit einer guten Band klargemacht. Er wurde clean. Alles lief großartig für ihn im Leben. Darum hat er mich aus seinem Leben gekickt. Was ist dann passiert? Stehst du auf Drama? Er war mit seinen neuen Leuten einen Monat feiern, ohne mich. Dann haben sie ihn rausgeschmissen, weil es wieder ausuferte. Hab ihn auf der Straße getroffen, total fertig. Hat mir sogar eine Ohnmacht vorgetäuscht, um mich rumzukriegen. Was hast du gemacht? Hab ihn dagelassen. Und dafür gesorgt, dass er mich nicht mehr findet. Danke, dass du den Gig organisiert hast. Ach komm. Carrie konnte sich ohne mich nicht mal am Arschloch kitzeln. Silverhand war sicher nicht anders. Ach, schlimmer. Carrie hat wenigstens getan, was ich wollte, ohne mich zu nerven. Wo ist Carrie? Sollte gleich hier sein. Er meinte, du spielst wirklich gut? Ich hoffe, das stimmt. Gibt nämlich keine Generalprobe. Klar, wollen die Menge ja nicht enttäuschen. Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was das für Leute sind. Laufpublikum. Carrie wollte nicht, dass das die Runde macht. Naja, das wird sich noch zeigen. Meinst du, die Medien haben Wind bekommen? Garantiert. Hyänen. Mach dir besser um Henrys Ersatz Sorgen. Carrie hat Rowson von Cutthroat an Bord geholt. Hab ihn schon spielen gesehen. Und? Hat er was drauf? Er ist okay. Okay halt. Du bist das Überraschungspaket. Pillenzeit. Sei unauffällig. Und wenn ich wieder Blut spucken muss? Reiß dich zusammen. Das ist Carries große Nacht. Hab das Gefühl, Nancy glaubt, ich kann nicht mit ihnen mithalten. Naja, zu Recht. Okay, dann mal los. Ready to thrash. Weiß nicht. Vielleicht ist das eine schlechte Idee. Das fällt dir jetzt ein? Es wird schlimmer. Vielleicht ist der Gig es nicht wert. Gut, geh du spielen.
Ich lehne mich zurück und wisch mir das Blut aus den Ohren. Ja, ja, schon gut. Viel Spaß. Wir auf. Gut, dann mal los. Da bist du ja. Das ist Drossen. Und Cutthroat. Hey, bin ein Riesenfan. Du auch? Hab alle Alben. Ich meine, ich hätte nie gedacht. Chu. Er ist wie du nur ein Fan. Wenn du mit einem Star reden willst, red mit mir. Und hör auf zu zittern. Ich glaube. Ich zittere fast noch schlimmer. Lampenfieber oder meinetwegen? Fick dich. Hab dich auch vermisst. Also gut, ziehen wir's durch. So abgefuckt. Was denn? Ich war richtig aufgeregt vor dem Auftritt. Als hätte ich was zu beweisen. Mir, dir, wem auch immer. Aber ich hatte einfach nur Spaß. Mehr nicht? Würdest du das nochmal machen? Hm? Nein. Das war genug. In dem Fall, hier, nimm, als Andenken.
Bist du sicher? Ohne dich spiele ich nicht. Wäre einfach nicht dasselbe. Ha, netter Versuch. Aber ich spiele auch ohne dich. Johnny! Oh. Ist weg, oder? Ja, aber er kann dich noch hören. Danke, aber ich bin nicht in der Stimmung für schwebende Tische und Stimmen aus dem Jenseits. Vielleicht solltest du das besser an dich nehmen. Ja, wie war der Gig? Ziemlich geil. Samurai war wie neu geboren. Schade, dass ich's verpasst hab. Naja, kannst ja mich live sehen. Was für ein schönes Geschenk. Damit wollte ich Johnny erschießen, als er bei mir eingebrochen ist. Mit anderen Worten, mich. Ja, und davor... Ach, vergiss es. Cool. Fühl mich, als wäre ich nach 50 Jahren Schlaf endlich aufgewacht. Dann mal zurück an die Arbeit. Pass auf dich auf, Vi. Wir bleiben in Kontakt. Und? War nicht so schlimm, oder? So schade, dass Carrie weg ist. Musste wohl dringend was erledigen. Schreibt sicher schon an seinem nächsten Song. Das wolltest du doch, oder? Dass es ihm besser geht? Besser, aber nicht so gut. Johnny, verlass mich nie wieder. Ohne dich kann ich nicht leben. Nur ein bisschen davon hätte nicht geschadet. Ich hoffe, das war dein letzter Wunsch. Ja, jetzt kannst du machen, was du willst. Ich muss mit Hanako reden. Schnell. Okay, deine Entscheidung. Gehen wir. So, na, da warten wir noch ein bisschen. Ah, da sind nicht mal weiter. Sehr schön. Ach, jetzt können wir mit Nancy reden. Alles klar. Wir haben Johnny auf 60%. Cool. So, einmal die Karre gönnen. Was geht hier hinten ab? Ich könnte den Wagen einfach mal klauen. Bist du? Ne, Gott. Hat meine Mutter dich geschickt? Das auch. Ja. Na gut, mal gucken, was Nancy so zu erzählen hat. Hallo? Oh, hi, wie? Rufst du aus einem bestimmten Grund an oder willst du quatschen? Ersteres. Bin im Net auf dein Jobangebot mit Swedenborg Riviera gestoßen. Oh, die Sache. Wow. Das hatte ich schon fast vergessen. Also, läuft das noch? Ich würde immer noch gerne einen Beitrag drüber machen. Wenn du also irgendwas über Swedenborg rauskriegst, roll ich dir den roten Teppich aus. Ich glaube aber nicht, dass du was findest. Was hast du bisher rausgefunden? Die Kurzfassung, nein. Hm. Und die lange? Naja, Swedenborg Riviera ist wohl nicht nur ein radikaler Philosoph und Ökonom, sondern auch ein verdammt guter Netrunner. Multitalent, hm? Kannst du mir mehr erzählen? Könnte ich, aber... Das wäre Zeitverschwendung. Der Typ ist wie ein Gespenst. Könnte ein Versuch wert sein.
Ich bin da ehrlich gesagt nicht besonders zuversichtlich. Aber wie du willst. Hab vor einem Jahr angefangen, Nachforschungen anzustellen, nachdem einer von Swedenborgs Anhängern Feuer in der Helvetia-Niederlassung gelegt hat. Hab versucht, ihn zu kontaktieren. Erfolglos. Habe einen Privatdetektiv angeheuert, der auch nichts rausgefunden hat. Und die IP, die mit dem Konto verbunden ist? Er hat sicher Demons verwendet. Aber eine Spur bleibt immer. Okay. Nicht schlecht. Wusste nicht, dass ich's mit einem Pro zu tun habe. Aber ja, das habe ich versucht. Konnte das Signal bis nach Santo Domingo zurückverfolgen. Aber eine konkrete Adresse gab's nicht. Der Distrikt ist gerammelt voll mit Einheiten, aber das weißt du sicher. Hab vor Ort Fragen gestellt. Natürlich mit dem nötigen Schmiergeld. Aber nichts. Keine einzige Spur. Verstehe. Hey, schick mir die Koordinaten vom letzten Datenterminal, über den das Signal lief. Ich seh mal nach. Schlimmstenfalls verschwende ich eine Stunde. Bestenfalls, naja, wer weiß. Na gut, wenn du schon fragst, warum nicht? Aber im Ernst, wie? Mach dir keine Hoffnungen. Viel Erfolg. Ja, schauen wir mal, da ist doch bestimmt was dabei. So, einmal Caliburn bitte. Das ging erfreulich schnell. Gut, dann heizen wir rüber. Soweit ist es jetzt im Glück hier auch nicht unbedingt weg. Die Straßen sind frei, da können wir mal schön mit 160 Stadt fahren. Das passt doch alles wunderbar. Ja, wenn es Platz ist, geht das ja ganz gut. Aber ich muss sagen, allgemein lassen sie ja relativ gut fahren, die Fahrzeuge. Dass es ja für CD Projekt Red das erste Mal ist, irgendwas mit Autos zu programmieren, läuft das schon mal nicht schlecht. Da runter? Ja, noch hier runter, okay. Heavy, alles in Ordnung? Ja, mir geht's gut. Ist was passiert? Mir geht's gut. Danke nochmal, du weißt schon wofür. Ist mein Buddy, ich hoffe, du weißt das. Mein Gott, ist immer noch nicht gemeldet, aber bestimmt bald. Ich sag Bescheid, wenn ich was Neues weiß. Cool. Oh. Gut, geht das direkt schon, doch schon weiter hier. Fällt gar nicht auf unser Auto daneben den beiden. Passt echt absolut gut hier rein. So. Warum so besessen von diesem Sweden-Arsch? Meinst du, er verklickert dir den Sinn des Lebens? Hier, ich erspare dir die Mühe. Das Leben macht keinen Sinn. Mit dir in meinem Kopf nicht. Stimmt. Und jetzt Klappe. Ich muss nachdenken. Das mit dem Nachdenken lag dir vorher schon nicht, aber schieb's ruhig auf den Kerl in deinem Kopf. Warte, warte. Psst. Ich will mich hier umsehen. Okay, schauen wir mal. Seid ihr feindlich? Nö. Okay, dann können wir die Waffe nochmal wegstecken. Dachte gerade schon. Und jetzt.
Allerdings ist das hier jetzt noch zu soweit. Hier haben wir. Sonst scheint hier nichts großartig zu sein. Geht da oben was ab? Nö. Und vielleicht gehen wir mal gucken, ob dann da oben, so ganz da oben auf dem Dach, auch was ist. Mehr oder weniger funktionierende Klimaanlagen. Hörst du das Geräusch? Kommt von oben. Oben. Okay, das wird jetzt leise, wenn wir hier rüber gehen. Hat sie auch mehr oder weniger aufgehört. Ja. Ah, was bist du denn? Ha, illegaler Router. Meinst du, der gehört Swedenborg? Das finden wir gleich raus. Aha. Na dann, Data Mining 355, BD, Cesima, ja, das passt. Dann können wir das noch mitnehmen. Wer sich auf die Suche nach mir begibt, hat sich bereits die Scheuklappen der Bourgeoisie und der Konzerne abgerissen und den ersten Schritt zu den hängenden Gärten des Postkapitalismus getan. Doch dies ist erst der Anfang. Bist du bereit, den gesamten Weg zu beschreiten? Neue Koordinaten auf die Karte geladen. Okay. Das ist eine Schnitzeljagd. Signal stimmt mit dem überein, das Nancy verfolgt hat. Er streckt sich bis in die Badlands. Wie ein Server-Proxy. Sag mir nicht, dass du jetzt dahin willst, weil das totale Zeitverschwendung ist. Was interessiert dich, diese Sweden-Bratze? Zieht sich dumme Sprüche aus dem Arsch und die ganze Welt spritzt sich einen darauf ab? Die staatliche Gewaltenteilung seziert die Selbstbestimmung des Volkes. Was soll der Scheiß bedeuten? Hör nicht hin, wenn's dich stört. Oh, echt clever, wie... Ich kann mir ja auch nicht die Finger in die Ohren stecken und so tun, als ob ich nichts höre, wenn du das Maul aufreißt. Dann viel Spaß noch. Ich frag mich auch gerade, du bist ja so doch sehr dagegen, ob das einen Grund hat. 2 Kilometer, alles klar. Passt. Dürfen wir schnell erreicht haben. Klingt ein bisschen nach Another One Bites the Dust. Dein Fan Stan ist hier.
So, andererseits müssen wir jetzt hier in die Badlands raus. Gucken, ob der Wagen da noch so gut für ist. Vorher tanken. Dann geht's ab. Hier rüber, ja. Neue Mission, alles klar. So. Techniker sind hier wenigstens alle geimpft. Okay, 206, 107 Max. Noch mehr? Ich glaube, bei 207 ist jetzt Schluss. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo ein... ob es eine Errungenschaft gibt für eine bestimmte Höchstgeschwindigkeit. Seid ihr nur Polizei, ne? Was irgendwie stressen könnte. Aber du machst dich auch ganz gut hier draußen. Das freut mich. Ah, da unten geht's ab. Okay. Bleib mal stehen. Ich hoffe mal, der wird nicht geklaut, der Wagen. Ich muss wahrscheinlich ausschalten, ne? Update wird installiert. Dies könnte ein paar Minuten dauern. Ist mit der autonomen Schussfunktion zufrieden, bitte Sprengung zu bestätigen. Die Gasmaske. Oh, kriegen doch gerade was ab. Okay, ich glaube, der Sniper da oben ist dringend mal weg. Ganz haben wir noch nicht. Nacht. Ja, es geht ja doch. Ist was wert. Ich wollte ihn eigentlich essen. So, das können wir liegen lassen. Ja, weiß, wie es mir geht. Neues Magazin erkannt. Nachricht an Nutzer. War dich?
ist was wert. Ich nehme einfach mal so mit. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Nein, unbeabsichtigter Kopfschuss. Geht hierher und verschwindet. Absünd. Gut. So, einfach mal alles rein, was wir haben. So, dich nehmen wir noch mit. Vielen Dank fürs Geld. Ja, ich glaube, den Rest können wir mehr oder weniger erstmal liegen lassen. Das ist eine Breaking Bad-Anspielung. Wohnwagen. Ja, die sieht aber echt ziemlich aus wie der von Walter White. Da oben geht's ab. Okay. Du bist auch ein bisschen was wert. Das ist schön. So, dieses Stromkabel. Mist. Noch ein Router. Swedenborg scheint ja viel Wert auf Privatsphäre zu legen. Oh, dachte, du redest nicht mehr mit mir. Ist ja nicht so, als hätte ich eine große Auswahl an anderen Gesprächspartnern. Wird mir ja deine Erinnerungen reinziehen, aber ich will nicht über deinen Hippocampus reiern. Aber mach du dich nur ans Hacken oder was auch immer du sonst vorhattest. Bitte, lass uns vorankommen. Gut, das machen wir dann aber mal in der nächsten Folge. Beziehungsweise. Ja, komm, gehen wir noch einmal kurz durch. Wo fangen wir denn an? 5, 5, 5, 5, 7, 5, 5, ja, gut. Dann können wir nochmal BD und 7a mitnehmen. Jo. Das war's jetzt aber. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Das Signal führt weiter zu einem anderen Terminal. Ach, ich glaube, dich verarscht hier jemand wie. Folgst der Spur eine Weile, verbindest die Punkte auf einer Karte und am Ende wird ein Schwanz draus. Das wäre wohl genau dein Humor, nicht? Na klar doch. Außerdem wäre der Schwanz das erste Werk von Swedenborg, das wenigstens mal Sinn macht. Natürlich würde er dem Ganzen irgendeinen affigen Namen geben. Sowas wie patriarchischer Phallus toxischer Maskulinität. Was meinst du? Ich meine, wir sollten gehen. Na, scheinbar ist der oft genug auf Twitter unterwegs, der Typ. Na gut. Jetzt aber bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.